Wer trägt die Schuld am peinlichen Pokalaus des FC Bayern? Warum ist Thomas Müller auf 180? Und welche fragwürdigen Aktionen hat sich Cristiano Ronaldo geleistet? Das und mehr erfahrt ihr in unseren aktuellen Kick News. Bei Manchester United hängt der Haussegen von Woche zu Woche schiefer. Nachdem man am Wochenende mal wieder sang- und klanglos das Derby gegen Man City verloren hat, gab es gestern im League Cup eine 0:3 Niederlage gegen Newcastle United. Die Luft für Trainer Erik ten Hag ist mittlerweile verdammt dünn geworden, so viel ist mal klar. In der Premier League hängt United nach 5 Niederlagen aus den ersten 10 Spielen auf Platz 8 fest. Mit dem Titelrennen hat der englische Rekordmeister auch in diesem Jahr wenig zu tun. Liegt es an der fehlenden Qualität im Kader oder steckt doch in erster Linie eine selbstverschuldete Problematik hinter den schlechten Resultaten? Woran hat's gelegen? Es mehren sich jetzt die Stimmen in Manchester, die behaupten, dass die Probleme auf dem Rasen nur das Ergebnis der Missstimmung innerhalb der Mannschaft sind. Einige Spieler sind der Meinung, dass der Umgang von Coach Ten Hag mit bestimmten Spielern deutlich negative Auswirkungen auf den Zusammenhalt im Team hat. Stein des Anstoßes ist Jadon Sancho. Für den ehemaligen BVB-Profi gibt es nach dem öffentlich ausgetragenen Zwist mit seinem niederländischen Trainer kein Zurück mehr. Der Glatzkopf beharrt nach wie vor auf seinem Standpunkt. Schon im letzten Jahr hatte Ten Hag mit seinem Umgang mit Cristiano Ronaldo am Old Trafford für zwei Lager gesorgt. Die einen waren auf der Seite des Niederländers, der endlich Ordnung bei United reinbringen wollte. Die anderen haben ihm vorgeworfen, dass er die Vereinsikone unnötig vergrault hat. Seit seiner Ankunft in Manchester im Sommer 2022 hat Ten Hag es sich zur Aufgabe gemacht, die Disziplinlosigkeiten aus der Vergangenheit auszumerzen. Mit einem Punkteschnitt von 2,01 ist der Niederländer zwar deutlich erfolgreicher als seine Vorgänger, dafür zahlt er aber einen verdammt hohen Preis. Und wenn die Ergebnisse nicht bald mal besser werden, dann dürfte das Kapitel Ten Hag schon bald Geschichte sein beim stolzen englischen Traditionsclub. Deutschland reist mit 21 Spielern aus 14 verschiedenen Vereinen zur U17-Weltmeisterschaft in Indonesien. Wie der DFB offiziell bekannt gegeben hat, sind auch Asan Uedraogo vom FC Schalke und Paris Brunner von Borussia Dortmund Teil des Aufgebots. Darüber hinaus dürfen sich Fritz Walter-Medaillengewinner Noah Darwich, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, sowie der aktuell treffsicherste Torjäger der A-Junioren-Bundesliga Südwest, Max Mörstedt, in Diensten der TSG Hoffenheim, über eine Teilnahme freuen. Dass Brunner nominiert wird, war lange Zeit alles andere als in Stein gemeißelt. Der 17-jährige Mittelstürmer wurde sogar für eine Weile vom BVB suspendiert. Erst am letzten Dienstag dann wurde der Youngster wieder von den Schwarz-Gelben begnadigt. Was genau am Ende vorgefallen ist, bleibt bis heute im Verborgenen. Für Schalke 04 kommt die WM zu keinem guten Zeitpunkt, denn Königsblau muss für die Dauer des Turniers auf Lichtblick Uedraogo verzichten. Dabei ist der 17-jährige Offensivspieler in der laufenden Saison einer der wenigen Hoffnungsschimmer bei S04, das einen mehr als enttäuschenden 16. Tabellenplatz in der zweiten Liga belegt. Vom 10. November bis maximal zum 2. Dezember muss der Bundesliga-Absteiger jetzt aber unglücklicherweise auf seinen Shootingstar verzichten. Union Berlin durchlebt eine absolute Horrorsaison. 11 Niederlagen in Serie mussten die Köpenicker zuletzt schlucken. Und das, nachdem man in der Vorsaison noch sensationell bis in die Champions League gestürmt war. Für viele Trainer wäre spätestens die 11. Niederlage am Stück dann wohl eine zu viel gewesen. Nicht so für Urs Fischer. Unions Cheftrainer bekommt weiter das Vertrauen. Präsident Dirk Zingler hat dem jahrelangen Erfolgscoach schon vor dem Pokal aus am Dienstag beim VfB Stuttgart das Vertrauen ausgesprochen. Von Vereinsseite denkt man also nicht an eine Trennung. Und auch für Fischer selbst kommt ein Rücktritt nicht in Frage. Beide Seiten wollen den Karren also am liebsten gemeinsam aus dem Dreck ziehen. Das gilt ebenso für die Mannschaft. Auch wenn Personalentscheidungen zum Teil zu Diskussionen bei den Eisernen geführt haben, will Christopher Trimmel von einer Trainerdiskussion nichts wissen. Der Kapitän hat nach der Niederlage in Stuttgart öffentlich betont, dass man mit Fischer weitermachen will. Am Samstag um 15.30 Uhr trifft Union in der Bundesliga auf die formstarke Frankfurter Eintracht. Verliert Fischer auch diese Partie, könnten die Karten natürlich nochmal neu gemischt werden. Es ist jetzt an der Mannschaft, um Kapitän Trimmel eine Reaktion zu zeigen und dem 57-Jährigen seinen Job zu retten. Ganz so weit ist es bei Thomas Tuchel ganz sicher noch nicht. Aber auch dem Trainer des FC Bayern bläst nach der überraschenden Niederlage im Pokal beim 1. FC Saarbrücken jede Menge Gegenwind ins Gesicht. Wieder mal ist ein Titel futsch für die Bayern. Schon letzte Saison ist der Rekordmeister mit Tuchel erst im Pokal gegen Freiburg und dann noch in der Champions League gegen Man City rausgeflogen. Einzig die Meisterschaft konnte Tuchel in letzter Minute und dank der unfreiwilligen Mithilfe von Borussia Dortmund noch holen. Mit dem Triple wird es also auch in dieser Spielzeit nichts.
Dabei hatte gestern eigentlich alles gut angefangen. Trotz mäßigem Start in die Partie sind die Münchner in Saarbrücken in der 16. Minute durch Thomas Müller in Führung gegangen. Zunächst lief also alles nach Plan. Der Drittligist hat sich davon aber nicht verunsichern lassen und kurz vor dem Pausenpfiff durch Patrick Sontheimer noch ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hat der Rekordmeister dann die Schlagzahl erhöht und Saarbrücken konnte sich beim herausragenden Schlussmann Tim Schreiber bedanken, der sein Team ein ums andere Mal vor dem Rückstand bewahrt hat. Als sich bereits alles auf eine Verlängerung eingestellt hatte, schoss Marcel Gauss den Außenseiter dann zur Pokalsensation und damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals. So viel kurz und knapp zum Spielverlauf. Aber wer trägt denn jetzt die Verantwortung für das Ausscheiden? Thomas Tuchel hat wohl mindestens einen Anteil. So hat der Bayern-Trainer seine Startelf im Vergleich zum 8:0 gegen Darmstadt auf 5 Positionen verändert. Rotation war angesagt und somit hat er durchaus das Signal ausgesendet, dass es in Saarbrücken auch mit der zweiten Garde funktionieren wird. Den Auftritt seines Teams fand Tuchel immerhin nicht überheblich. Man habe schließlich alles versucht. Ob das aber auch für Tuchel selbst gilt, sei mal dahingestellt. Zwar haben die Einwechslungen von Serge Gnabry, Kingsley Coman und Jamal Musiala nach rund einer Stunde frischen Wind reingebracht. Gleichzeitig hat Tuchel aber unverständlicherweise komplett auf Harry Kane verzichtet. Der enorm formstarke Torjäger, das wurde gestern mehr als deutlich, ist für die Bayern nicht zu ersetzen. Dass Kane 90 Minuten lang draußen geblieben ist, hat Tuchel im Anschluss an das Spiel wie folgt begründet. Es war nur ein Wechsel übrig. Ich wollte bis zur Verlängerung warten und erstmal abfragen, ob alle durchspielen können. Klingt logisch, kann man so machen. Wenn man sich denn sicher ist, dass es auch in die Verlängerung geht. Warum er Kane aber nicht von Anfang an oder im Rahmen des ersten größeren Wechselblocks gebracht hat, diese Antwort blieb Tuchel schuldig. Schließlich wäre es ja auch im Sinne des Rekordmeisters gewesen, das Spiel nach 90 Minuten zu entscheiden. Aber auch das Verhalten der Spieler nach Abpfiff ließ etwas zu wünschen übrig. Nur eine Handvoll Profis, unter anderem Thomas Müller, Leroy Sané, Buna Saar und Mathis Tell sowie einige Jugendspieler haben sich den mitgereisten Fans gestellt. Die hatten ihrer Mannschaft einiges zu erzählen und das sicher nichts Gutes. Thomas Müller hat für diejenigen seiner Kollegen, die direkt in Richtung Kabine verschwunden sind, wenig Verständnis. Wir müssen unseren Fans den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block voll machen. Das werden wir intern besprechen, so die unmissverständlichen Worte des Führungsspielers. Bei Instagram hat er in der Nacht dann nochmal nachgelegt. Ich möchte mich bei unseren Fans für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenbleiben und etwas Respekt vor euch zeigen. Ich sag mal so, die Stimmung in München, die könnte besser sein. Und zu allem Überfluss fällt jetzt auch noch Matthijs de Ligt für 4 bis 6 Wochen aus. Und das bei der eh schon so dünnen Personaldecke in der Abwehr. Sogar eine Verpflichtung von Jerome Boateng ist jetzt auf einmal doch wieder ein Thema. Die Bayern-Bosse wollen nochmal über den Weltmeister nachdenken und diskutieren. Was für ein Chaos. Tuchel hat dem Pokal ganz offensichtlich nicht die allerhöchste Priorität eingeräumt. Oder anders gesagt, er dachte wahrscheinlich, dass es auch im Schongang gehen wird. Und das war eine absolute Fehleinschätzung, wie wir jetzt alle wissen. Eine Fehleinschätzung, die der FC Bayern teuer bezahlt. Andererseits kann man vielleicht auch von den Spielern, die auf dem Rasen standen, erwarten, dass es gegen den 15. der 3. Liga zu einem Sieg reicht. Oder wie seht ihr das? Muss Tuchel die Verantwortung übernehmen? Oder hat der Trainer angesichts des dünnen Kaders eigentlich alles richtig gemacht? Drückt kurz Pause und schreibt uns das mal unters Video. Lionel Messi ist mit seinem 8. Ballon d'Or der Gewinner der Woche. Aber auch La Pulgas ewiger Erzrivale Cristiano Ronaldo schreibt mal wieder Schlagzeilen. Zum einen hat er das getan, indem er sich in Saudi-Arabien über einen Schiedsrichter lustig gemacht hat. Oder anders gesagt, der portugiesische Superstar war stinksauer auf den Unparteiischen. Nach einem zu Recht aberkannten Tor seiner Mannschaft hat CR7 angezeigt, dass der Schiri ausgewechselt werden soll. In Saudi-Arabien wurde er für diese Aktion heftigst kritisiert. Das Verhalten wurde von vielen Seiten als respektlos und sogar arrogant bewertet. Und dann war da ja auch noch die besagte Wahl des Weltfußballers. Ronaldo hat da, anders als Messi, dieses Mal gar keine Rolle mehr gespielt. Stand nicht mal auf der Auswahlliste. Dass ein argentinischer Erzrivale den Preis bekommen hat, hat dem 38-Jährigen aber wohl gar nicht geschmeckt. Ausgangspunkt war der spanische Journalist Thomas Roncero. Der ist kein großer Fan von Messi und hat das nach der Verleihung des Ballon d'Or mal wieder allen klargemacht. Seine Meinung? Wir wussten, dass das passieren wird. Es war klar, dass sie Messi einen weiteren Ballon d'Or geben. Der ist nach Miami in den Ruhestand gegangen. Aber es sah schon bei PSG so aus, als ob er im Ruhestand ist, um sich auf die WM vorzubereiten. Er hat die WM gewonnen, klar, aber auch nur mit 6 Elfmetern. Die WM ist jetzt 10 Monate her. Messi hat jetzt 8 Ballon d'Or, aber eigentlich müssten es 5 sein. Er hat Iniesta und Xavi einen weggenommen. Den von Lewandowski, der 6 Titel in einer Saison geholt hat. Und den von Haaland, der überall Torschützenkönig war. Rums.
Das waren mal klare Worte. Und nicht wenige sehen es ähnlich. Offenbar auch CR7. Der hat Ronceros Rant nämlich mit 4 Lachsmilies beantwortet. Und damit hat Ronaldo dem Reporter der spanischen Zeitung AS zu jeder Menge Aufmerksamkeit verholfen. Der Kommentar hat mittlerweile schon über 270.000 Likes bekommen. Überall auf der Welt wird jetzt über Cristianos Reaktion gesprochen. Viele werfen ihm vor, ein schlechter Verlierer zu sein. Andere sehen es ähnlich wie Roncero und sind nicht einverstanden damit, dass Messi mal wieder triumphiert hat. Es gibt aber auch versöhnliche Stimmen. Lautaro Martinez, der selbst auf Platz 20 gelandet ist, dieses Mal, meint zum Beispiel: Messi hat eine Ära mit Ronaldo geteilt. Ansonsten hätte er 15 Mal den Ballon d'Or gewonnen. Der Stürmer von Inter Mailand sieht also beide gleichermaßen als prägende Figuren einer ganzen Generation. Was haltet ihr von Ronaldos Reaktion? Kindisches Verhalten oder könnt ihr es verstehen, dass er Messis erneuten Sieg nicht honoriert? Und droht den Bayern jetzt die nächste Krise? Was sagt ihr dazu? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Das war's jetzt erstmal mit den Kick News für heute. Wir hören uns morgen hoffentlich in alter Frische wieder. Ich zähle auf euch. Bis dahin bleibt stabil und haut rein.